jetzt, warum hast du dich für Schwarz und nicht für eine andere Farbe entschieden? Also schwarz, sagen wir mal so, die schwarz-weißen Bilder. Also schwarz-weiße Bilder sind kontrastreicher. Und das war so der Grund, als ich angefangen habe. Es war sehr naheliegend. Also ich wollte Emotionen erzeugen zu Beginn, wahrscheinlich immer noch, oder ja. Und mit starken Kontrasten entsteht schneller Emotion. Das war, glaube ich, der Beginn, warum ich mich dafür entschieden habe. Und ich fühle mich da wohl und bin dabei geblieben. Was für Themen normalerweise gehst du in deine Bilder an? Naja, also grundsätzlich ist es schon, sind es gesellschaftskritische Themen. So im Allgemeinen. Ansonsten muss man ehrlich sagen, es ist natürlich, bin ich das, ist das, was mich beschäftigt. Ich denke, wie bei den meisten, die Kunst machen oder bei allen. Also meine kleine Welt, die ich so habe, die mich beschäftigt, und daraus sehe ich dann halt die ganze Welt oder so. Ja, und das versuche ich zu fassen. Also ich versuche den Alltag in eine Form zu bringen, eine poetische Form. Und das ist so meine Art, das umzusetzen. Glaubst du, dass deine Bilder, wenn sie eine andere Farbe hätten, würden sie ein anderes Publikum ansprechen? Ja, also ja, auf jeden Fall. Ja. Ist denn, dass du soziopolitische Themen angehst, ist das von dir ein Anspruch, mehr Leute wie möglich anzusprechen? Also, ich muss so sagen, es ist schon immer wieder ein Wunsch, mehr Leute zu erreichen zu können mit dem, was ich mache. Das ist schon wahr, das ist ein Wunsch. Aber der ist nicht dauernd, der kommt natürlich gelegentlich, wahrscheinlich wegen dem Ego auch. Aber das ist nicht mein Antrieb. Also der Antrieb ist wirklich zu fassen, was mich umgibt und beschäftigt. Und ja, das endet dann in Bildern im besten Falle. So. Also das ist wirklich der Inhalt. Also das ist so mein Antrieb, diese Bilder zu machen, Bild für Bild. Und im besten Fall dann eine Ausstellung, um das konsequent oder sagen wir mal noch mit noch mehr Power zu präsentieren, diesen Gedanken. Ne? Das ist dann eben die Ausstellung. Wenn viele Leute kommen, freue ich mich natürlich. Aber das ist nie der Antrieb, also das ist nie das Ziel, ne? Wann fühlst du dich am meisten erfüllt? Es gibt da so drei Stadien. Einmal, wenn ich mit Freunden oder meiner Frau, also mit engem Kreis sitze und rede, ne? Und das passiert ja dauernd, weil das ja eigentlich die eigentliche Arbeit bei dem Ganzen ist, dieses Rumwühlen, dieses Suchen, also und beziehungsweise das Finden. Und daraus entsteht ja das Finden im besten Fall. Und das ist ja eigentlich das, was passiert. Das hat neulich jemand zu mir gesagt. Das trifft es, finde ich. Das ist Finden. Und wenn man irgendwie auf so ein bisschen, sagen wir mal, Gold gestoßen ist, auf eine Form gefunden, gestoßen ist in dem Gedanken, dann ist das ein sehr, sehr guter Moment. Das ist dann das Erste. Das Zweite natürlich, wenn ich diese, sagen wir mal, Erkenntnis in eine Form gebracht habe, die ich, wo für mich der Gedanke funktioniert. Das ist dann die Skizze, im Kleinen, die Zeichnung. Das ist dann ähnlich schön.
Und dann, wenn ich mich getraut habe, also ich mache die Bilder fertig und gehe dann schnell runter in die Wohnung und gehe dann einen Tag später wieder hoch in der Hoffnung, dass das Bild gut geworden ist. Und wenn das funktioniert hat, ist das das dritte Stadium. Und dann sage ich, okay, das könnte funktionieren. Dann ist irgendwie sowas wie, ah, ich habe es begriffen oder so. Ja. Wenn du zum Beispiel 2, 3 Jahren ein Bild gar nicht mehr gesehen hast, konntest du dich in einem Bild wiedererkennen? Ja, also, ja, also ich mache das gelegentlich, dass ich, also alle paar Monate vom Gefühl gehe ich schon alte Bilder mal durch. Also das Buch, ne? Blätter ich das Buch durch. Und also ich kann mich sehr gut an die Zeiten erinnern, die hinter den Bildern sind. Auf jeden Fall. Es ist teilweise ein anderer Mensch gewesen oder ein anderer, wirklich ein ganz anderer Abschnitt. Aber ja, das ist noch da. So Also. selbstkritisch, so wie du bist, kannst du jetzt sagen, dass du eine große Entwicklung gemacht hast, also künstlerisch? Ja. Also, ja. Also. Ein ganz wichtiger Schritt war sicherlich nach dem Studium der Weg oder im Studium der Weg von dem reinen auf die Leinwand raus, das Gefühl oder dieses, ah, ich habe es vielleicht begriffen, beim auf die Leinwand sagen, okay, vielleicht eine klarere Form, was dieses Schwarz-Weiß, ne, war. Das war wichtig. Würde sagen, ja, für mich. Weil ich einfach dranbleibe an den Gedanken und den Versuch mehr und mehr auszuformulieren. Ja, also ja. Wie entsteht deine Arbeit? Also Also die einfache Antwort ist ja immer, ein Bild oder eine Serie oder ein Bild fußt auf den Arbeiten davor und die davor und die davor. Also das ist schon mal die Basis. Das ist ja, hängt ja aneinander und die Themengebiete drehen sich meistens ja auch schon um so einen Kern, der einen bewegt. Das ist bei mir, denke ich, auch so. Also es ist so, ich male, also ich mache Bilder und dann sind die fertig und dann gucke ich mir die an. Und dann mit der Zeit sehe ich dann, okay, die sind gut oder die sind nicht gut, also für mich. So. Und wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, dann bin ich auch dadurch irgendwie an einen anderen Punkt gelangt. Wie so eine kleine Reise. Und dann ergeben sich Fragen zu den alten Themen und dann auch Fragen zu dem, was vielleicht vor einem liegt. Und da irgendwie entstehen dann andere Blickwinkel. Und daraus entstehen neue Bilder. Ich glaube, das ist so wie neue, wie sich das so weiterentwickelt. Ja. Also ich habe ja den Luxus, dass ich mich die ganze Zeit mit den Sachen beschäftigen kann, mit mir vor allem, mit mir und meinem Umfeld in dieser Sache und ja, und dadurch ergibt sich das. wann wirst du am, würdest du am meisten erfüllt sein? Oh. Du hast eben gesagt, dass ein Gespräch mit deiner Frau, mit Leuten, würde dich oder erfüllt dich sehr. Künstlerisch, was dich am meisten erfüllen würde? Das ist komischerweise eine schwere Frage. Also ich fühle mich schon sehr erfüllt, muss ich sagen. Eben durch die Gespräche mit, also es klingt so, als ob mir die Gespräche das Wichtigste sind. Also das ist der Austausch mit wirklich Vertrauten und Menschen, die ich sehr schätze.
Das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Innerhalb der Kunst, so. Also meiner Kunst, mit Leuten zu reden und was haben sie zu sagen und so. Zu bedanken. Daraus ergeben sich Blickwinkel. Und, ne? Also das ist schon so und das bedingt sich, glaube ich, auch durch den Weg. Ne? Also das ist der Weg und dadurch kommen neue Leute hinzu und man findet Leute und dadurch ergibt sich die Interessengebiete. Ist diese Sensibilität etwas, was du immer gehabt hast als Kind? Oder ist diese Sensibilität, was dich zur Kunst gebracht hat? Ja, sowohl als auch. Also beides. Also die Sensibilität war, soweit ich mich erinnern kann, schon da. Seit frühesten Tagen. Es gab ein paar Jahre in der Pubertät, denke ich, da habe ich sie etwas verdrängt. Das ist, glaube ich, oft so. Und jetzt habe ich wieder dazu gefunden, also dann irgendwann vor 15 Jahren oder so, ne? 10 Jahre. Künstlerisch erfüllt. Ich glaube, das ist es schon so. Also das ist für mich schon die Erfüllung, hier im Atelier zu stehen und diese Bilder machen zu können. Diesen Gedanken zu formulieren. Ne? Ich glaube, das ist mir schon das Wichtigste. Ja, und also natürlich gibt es Steigerungen, eine schöne Ausstellung mit jemandem, den man schätzt und wo sie Sachen ergänzen, das ist dann so ein Add-on. Aber die, glaube ich, der wahre Kern ist in dem Machen selbst. Ne? Ja. Wann können wir mit Ausstellungen und Showrooms von Florian Heinke rechnen? Demnächst. Ach, demnächst, wolltest du sagen, immer. wir haben jetzt April 2016. Also immer wieder tatsächlich. Also über das Jahr sind jetzt ein paar Sachen verteilt. Ende des Monats, also nächste Woche, findet in meiner Frankfurter Galerie eine Gruppenshow statt zum Thema schwarze Malerei. Heike Strelo Gallery. Ich denke, die wird sehr anspruchsvoll, die Ausstellung. Sehr sehenswert. Ich glaube, es wird auch einen Katalog geben. Bin mir nicht sicher, aber ich habe sowas gehört. Weiß ich nicht. Aber, dann Messen, ne? Also Basel, auf den Volta-Messen bin ich noch vertreten. Da ist jetzt noch nichts anderes groß geplant. Basel, New York, ne? Diese Messen. Und in der meiner Londoner Galerie, Charlie Smith London, wird im September zu Freeze, parallel zu Freeze, eine Soloshow sein. Und die beginne ich dann in Kürze auch zu malen. Ja. Titel weiß ich gar nicht. Vergessen. Kein Problem. Ja. Also Florian, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Und viel Erfolg.